Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir blicken hier gerade auf den Hafen in Bremerhaven. Und hier kommt unser, ist sogar die MS Bremerhaven, unser kleines Bötchen an. Was nicht mehr ganz so gut aussieht. Was macht eigentlich die Linie? Ja, sie macht minimal Gewinn. Ist okay. Wenigstens kein Verlust, das ist schon mal wichtig. Ja, wir haben jetzt letztes Mal die Station soweit abgearbeitet, dass wir da so ein bisschen erstmal abwarten können, was so passiert. Hier ist immer noch ein bisschen überlaufen. Genau, falsch wieder geklickt. So, 752, vielleicht könnte hier noch ein weiterer LKW drauf. Aber wir brauchen das Geld erstmal woanders für. Denn wir haben ja gesehen, dieser Zug hier, der macht immer noch ein gewaltiges Minus. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir Waggons haben, die beides transportieren können oder alles drei transportieren können. Kohle, Erz auf diesem einen Weg und auf dem Rückweg dann den Stahl. Sondern die möchten ganz gerne, könnt ihr ja mal anklemmen, auch an den Zug, diesen hier jetzt ersetzen. Und lasst uns aber mal schauen, wie wir den ersetzen könnten. Wenn wir hier Kohle und das Ganze mal nach, ja, nicht nach Kosten, nach das andere mit K. Kapazität, das ist das richtige Wort. Dann sind das schon die besten, die wir hier haben. Okay. Ja, den bräuchten wir vielleicht auch gar nicht ersetzen, sondern könnten den hier einfach nur die Lok austauschen. Bei dem bräuchte man die Wagen nicht komplett neu kaufen. Dennoch hier ein paar weitere dranhängen, dass wir vielleicht so allein von der Waggonlänge her irgendwie so auf 250 Meter kommen. Das Ding hängen wir mal ganz nach hinten und stellen hier nochmal Stahl ein. Kapazität, ja. Wäre der hier mit 114 oder so viel, kriegen wir nie im Leben. Dementsprechend nehmen wir den 23er hier nochmal mit, hängen ihn hinten dran. Boah, glaube ich, ganz gut soweit. Jetzt gucken wir hier mal bei elektrisch. Da nicht nach Kapazität, sondern nochmal Leistung gucken. Zugkraft. Ja, so ein bisschen Zugkraft brauchen wir. Wir haben ja doch hier den. Na gut, wir haben keine Anfahrt in der Steigung. Ja, dennoch so ein Zusammenspiel muss das irgendwie sein. 150er wäre natürlich eine klassische Güterzuglok. Da würden wir wieder 100 mit schaffen. Haben wir hier die 140er? Das wäre auch. Die kosten auch alle gleich viel. Nee, nicht alle. Dann gibt es so kleine Unterschiede. Ah, wie fällt hier 110? Es gibt welche, die 110 fahren. Das ist doch interessant. Wenn wir die jetzt hier dranhängen, sind wir bei gut. Ah, wollen wir das probieren? Das kostet uns 30 Millionen. So, müssen wir einmal doch kurz auf Pause, denn ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt hier aufladen, den Zug einmal austauschen. Ja, was haben wir sonst für Alternativen? Eine 111. Ja, die fällt etwas schneller. Gut, dass wir hier eine 140er Variante. Also hier wären wir jetzt bei gut und ja, in 3 Minuten wären wir bei 110. Was hätten wir hier? Ja, das können wir uns, glaube ich, schenken. 140er hatten wir geschaut. Wie kostet die denn überhaupt? 14 Millionen. Oh, das wäre nochmal eine andere Hausnummer hier. Wenn wir jetzt auch eine aktuelle Cargo-Lackierung nehmen, gibt es da auch Unterschiede bei den Preisen? Nein, das ist wirklich nur unterschiedlicher Skin. Hier hätten wir dann. Ah, hier fällt aber auch wieder nur 100. Wäre dann in 108 Sekunden ab 4.500 Kilowatt und 438 Zugkraft. Und hier hatten wir uns für die hier entschieden. Okay, das ist mal gleich, nur die Geschwindigkeit ändert sich. Ja. Dann wären wir jetzt mit der hier bei 30 Millionen. Würden in Anführungsstrichen wieder nur 100 fahren. Dieser hier könnten wir auf 110 kommen.
4 Kilometern hätten wir das. Bei moderater Steigung. Steil haben wir ja nicht mehr. Sind durch die Mod ausgeschlossen, die wir ja nutzen. Ja, aber brauche ich hier so eine ältere Lackierung nehmen, die wir hier vorsetzen. Sowas hier. Ja, guck mal, wir sind hier bei 2 Kilometern, sind wir bei 100 km/h. Wir nehmen diese Variante. Wir bräuchten dann 30 Millionen. Okay, dann machen wir das mal und probieren es einfach mal aus. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ein riesengroßes Loch in der Kasse. Und einfach nur einen sauteuren Zug. Fahrzeug verwalten. Ja, wir haben es hier noch offen. So soll das Ganze dann aussehen. Dann könnten wir 426, das hier hinten. Die Wagen, was machten die nochmal? 23 pro Stück, meine ich, ne? Gucken wir gerade mal nach. Jetzt bin ich schon über Stahl rüber, da Stahl. 23, also 46 müssen wir hier abziehen. Sind wir noch bei 380. 380 Einheiten gegenüber jetzt 220. Jo, ist halt die Frage, ob wir wirklich so viel brauchen. Na, 400. Ja, das hatten wir gesagt, 380. Jetzt könnten wir uns das auf jeden Fall leisten. Wir setzen noch diesen können da 20 Einheiten aufnehmen, 360. Ja, nehmen wir einen Wagen raus. Haben aber 273 Meter Länge. Das müsste auch von den Bahnhöfen her passen, oder? Da muss jetzt hier gerade ein Eigentor schießen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ein Block sind immer 20 Meter. 320 Meter passt hier also locker rein. Und ich meine, hier unten hätten wir das auch schon. Hätten wir darauf geachtet, wenn wir hier unten nicht sogar 400 Meter gemacht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, auch 320, also passt wunderbar. Ja, dann tauschen wir den Zug, wollte ich gerade sagen. Und ja, hier haben wir noch gar keinen Strom. Ups. Okay, also hier einmal den Strom soweit legen. So. Da haben wir auch gerade gesehen, da müssen wir auch bei solchen Sachen muss man aufpassen, dass man hier noch den Anschluss behält. Haben wir aber. Der schnell zum Zug, hoffentlich ist das noch drin. Wir möchten den bearbeiten, ja. Und er ist aber nicht mehr so wie er sein sollte. Das ist ärgerlich. So, fügen wir den noch hinzu. Kein Start, sondern Kohle. Und dann oh, nehmen wir die Lok dazu. Das muss es gerade für die hier entschieden. Cargo, Kohle und dann gucken, dass wir auf die gewünschte Länge kommen. Ne, das war jetzt einer zu viel. Haben wir jetzt irgendwas geändert? Wir hätten doch eben bei 426, haben wir das gerade nicht laufen lassen. Und auf einmal können wir uns den leisten für. Oder haben wir uns jetzt für eine andere Lok entschieden? Moment. Ich darf jetzt die falsche Lok nehmen. Ne, wir wollten. Ja, das ist die falsche Lok. Wir wollten dann die 150 nehmen. Genau, und dann klappt das eben nicht. Okay, mit der 140. Was hatten wir jetzt hier nochmal? Da gucken wir gerade nochmal. Also hier bei 2 Kilometern sind wir auf 100 km/h bei mittlerer Steigung. Und wenn es flach ist, dann sind wir bei nach 1,1 oder nach 68 Sekunden auf 100 km/h. Und wenn wir jetzt hier die da vorsetzen, ja, da brauchen wir. Nee, das lohnt einfach nicht. Das lohnt einfach nicht. Wird es die hier werden?
Das heißt, wir nehmen wieder einen weg. 273 Meter. Genau. Dann hätten wir auch 360 Einheiten an Schutzgut, was wir mitnehmen können. Machen wir. So, das zahlen wir wieder zurück. Und drücken jetzt mal die Däumchen, dass das hier funktionieren wird. Und nutzen auch gleich mal die Chance wieder für eine Zugmitfahrt. Können hier gerade noch Geld zurückzahlen, dachte ich. Aber dem war nicht so. Können hier schon mal einsteigen. Das einmal hier kurz umsehen. Einmal hier. Oh, das sieht sogar sehr schön aus hier drin. Dann nehmen wir doch hier Platz. Und fahren hier schön mit und gucken dann nach vorne raus. Können auch seitlich ein bisschen schauen. Ja, bleiben wir mal so. Oh, das Dach offen. Jetzt fast so. Ja, da kann ich aber auch durch die Position der Kamera nichts dran ändern. Aber vielleicht ein bisschen. Nein, nicht ganz so hoch. Bleiben wir mal so sitzen. Und genießen die Fahrt. Und hoffen, dass wir dann am Ende gut Geld rausbekommen. Ja, was wäre die Alternative, wenn das hier nicht klappen sollte, wenn wir das auch damit nicht in den Griff bekommen? Also in den Griff bekommen, sprich hier mit Gewinn machen. Dann ja, müssen wir, glaube ich, notgedrungen hier auf LKW umsteigen. Oder welche Mod ich auch ganz gerne auf meiner privaten Karte einsetze, sind die Gütertrams. Die könnt ihr natürlich hier auch nutzen. Aber eigentlich möchte ich ganz gerne hier beim Zug bleiben. Okay, wir sind jetzt bei knapp 80. Ist noch berghoch, was wir hier fahren. Also die Strecke an sich, die ganzen Gleisbögen, die sollten uns nicht zu arg bremsen. Oder eigentlich gar nicht bremsen, sagen wir mal so. Das sollten wir hier aber auch den höchsten Punkt der Strecke schon erreicht haben. Und hier wieder so langsam uns bergab winden. Ja, Geschwindigkeit bleibt bei maximal 100. Welche Frage ich mir gerade stelle, man sieht ja hier links und rechts immer diese kleinen Pflanzen auch, die Gräser. Das ist ja eigentlich eine Mod. Ich weiß nicht, warum die hier, ja, damit hingesetzt werden. Ob das jetzt an den Gleisen liegt oder gerade an der Oberleitung. Hab leider vorher nicht drauf geachtet. Ja. Und so schnell sind wir dann wieder unten. Ob sie schneller ist? Keine Ahnung. Das kann ich jetzt gerade nicht so richtig beurteilen. Aber auf jeden Fall haben wir deutlich mehr an Schüttgut dabei. 240 Einheiten Kohle, 120 an Erz. Ja, ein bisschen mehr Erz wäre nicht schlecht gewesen, hätten wir auch den Stahl produzieren können. Und wie viel bringt er uns ein? Wie viel kriegen wir? Wir bekommen 2,6 Millionen. Ob das reicht, das weiß ich nicht. Wir haben 7,8 Millionen Ausgaben im Jahr. Es wird spannend. Sagen wir es mal so. Ja, können wir nochmal einen zurückzahlen, damit wir hier nicht ganz so lange in den hohen Bereich bleiben. Bei den Schulden. Jetzt warten wir natürlich hier auch, bis der Stahl vollgeladen ist. Wir sehen auch hier, dass die Darstellung des Stahls auf dem Wagen durchaus immer unterschiedlich ist, auch wenn es die gleichen Wagen sind. Einmal hier mit den T-Trägern am Ende. Hier sind es die Platten, oder sind das auch eher plattere T-Träger? Was sind das hier? Sieht aus wie Platten. Ja. Was haben wir jetzt hier für eine Taktung? Ach. Okay, wir schaffen es nicht ganz zweimal im Jahr hin und her. Na, da müssen wir einfach mal das Ganze jetzt wie so häufig schon beobachten. Und hier bei 80
Haben wir natürlich vorher jetzt nicht drauf geachtet, wo wir da waren. Das hätten wir vielleicht mal vorher machen sollen. Dann kann man das Ganze auch ein bisschen besser beurteilen. So sieht man nachher halt nur unterm Strich, was denn da beim Geld rauskommt. Und so hat man unter Umständen schon mal vorher so einen Indikator, sage ich mal. Ob man da jetzt auf dem richtigen Weg ist oder ob man sich da etwas verzettelt hat. Der Zug steht hier noch. Was ist mit dir passiert? Hat der Zug sich jetzt zusammengefaltet, als wir den Zug im Bahnhof ersetzt haben? Oder, naja, ich weiß es nicht. Er wartet auf jeden Fall noch ein bisschen, ich hoffe auch noch lang genug, dass dieser Zug hier reinkommt. Das ist noch was, was schön wäre, dass man hier auch noch so Abhängigkeiten definieren kann, dass der Zug erst abfährt, wenn der hier eingefahren ist und eine halbe Minute steht oder irgendwie sowas. Aber da weiß ich halt nicht, ob das technisch umsetzbar ist. Kann man sich natürlich auch mit so einer Konfiguration sehr schnell auf ein Eigentor schießen, indem man nämlich Abhängigkeiten konfigurieren würde, die gar nicht machbar sind. Jetzt schauen wir mal. 46 Einheiten Stahl haben wir hier noch, die wir mitgeben könnten. So, halt an, lad ab. Ja, er nimmt es ja direkt mit auf. Und hoffentlich auch alle. Und ja, jetzt fährt er auch los. Und der Stahl ist voll. So, das hat sich ja wieder so ein bisschen entfalten. Sieht nicht ganz so schön aus, aber das ist nicht jedes Mal so. Hat einfach nur, ja, mich eben ein bisschen zusammengepackt. Ja, viel Spaß bei der Weiterreise. Na, 6.17, das wird nichts mit zweimal im Jahr immer hin und her kommen. Es wird mal ein Jahr geben, wo wir es schaffen. Es wird halt ein Jahr geben, wo wir nur einmal hin und her fahren. Tja, tja. Okay. Wie schaut es denn hier hinten eigentlich aus? Wird das langsam besser? Sieht immer noch recht voll aus. 300. 342. Ja, die haben aber aktuell kein Geld. Dementsprechend können wir hier auch nichts austauschen. Das müssen wir nochmal hier irgendwann machen. Wie schaut es hier mit dem Personenverkehr aus? 16 sind schon drin, 13 kommen noch. Ah, da kommen auch noch ein paar andere. Ja, es ist immer recht unterschiedlich, wie hier die Finanzen aussehen. Sieht es auf der ganzen Linie aus. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, wenn wir jetzt gerade das Geld haben, dann können wir hier den LKW austauschen. Schnell, den möchten wir austauschen gegen diesen hier. Super. Jetzt sollten wir hier auf dieser Linie 330 haben. Bei 342 produzierten Einheiten. Ja, man könnte mit den alternativen Terminals arbeiten. Ich glaube, noch blockieren wir uns hier nicht allzu sehr. Gegenseitig ist also die andere Linie hier, die dann die Baumaterialien reinschafft. Natürlich auch davon betroffen ist, dass jetzt hier
das Terminal immer voll ist. Aber wenn die hier voll sind, dann fahren die in der Regel ja auch direkt los. Sprach er und er fuhr nicht los. Ja, super. Das ist natürlich wieder dieser Vorführeffekt. Vielleicht müssen wir hier doch mal schauen, ob wir, oh, das ist jetzt hier von der Taktung her, das wird schon alles werden, das wird schon passen. Guck mal, er fährt doch direkt hier auch los, gut, er muss ja eh ein bisschen warten. Und hier müssen wir mal schauen, wenn er jetzt hier losfährt, wenn ich wieder hier nochmal eine Option, das Ganze auch nochmal so zugestalten, damit wir noch ein zweites Terminal bekommen. Und dann die eine Linie direkt daran ziehen. Oder das Ganze können wir mit alternativen Terminals machen, was ja jetzt auch durchaus möglich ist. Weil die anderen beiden ja auch ganz gut belegt sind, sehen wir ja. Es ist immer ein Kommen und Gehen hier. Also insofern. Ja, wir sind glaube ich so schon ganz gut aufgestellt. An der Stelle hier. Ach, er fährt auch direkt weiter. Okay, dann schauen wir mal hier in die Stadt hinein. Was haben wir hier? Ja, das sieht aber alles brauchbar aus. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt hier die Linien für einen Gewinn erwirtschaften, aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Obwohl, wir können auch einfach mal so lassen hier. Sehen wir alle Linien, die hier nach Brandenburg reinfahren. Ja. Und sagen wir mal so, hält sich arg in Grenzen, was hier an Gewinn abgeworfen wird. Aber die Werkzeuge fahren plus minus null. Warum auch immer. Und die machen sogar ein Minus. Die Baumaterialien. Ja, über den ÖPNV brauchen wir nicht sprechen. Das ist in der Regel fast immer ein Verlustgeschäft. Nur der Regiobus nach Neubrandenburg. Der macht, also der von Alsfeld kommt, der macht hier noch Gewinn. Ist auch voll besetzt. Wie schaut es denn hier aus? Regelbus, da warten 6 Stück drauf. Welcher Bus fährt denn hier gerade hin? Ja, der fährt Richtung Mittelstraße. Und er hier fährt Richtung Neubrandenburg. Der müsste jetzt kurz vor der Unterführung sein. Oder wo ist das hier? Die Stelle mit dem... Gucken wir gerade mal. Ach nee, nach der Station hier. Da ist man es nur noch vierspurig. Hier wird es dann zweispurig, genau. Hier unten noch mit der kleinen Verengung, die wir ja notgedrungen machen mussten wegen der Brücke. Was aber auch nicht weiter tragisch ist. Sieht ja auch ganz nett aus soweit. Aber warum machen wir hier ein Minus mit ihren Werkzeugen? Das wundert mich jetzt doch, ja, weil normalerweise mit dem Personenverkehr innerhalb der Stadt ist es immer schwierig, Gewinn zu erwirtschaften. Also fährt man auf, ja, ich glaube, schwerer als leicht spielt. Ich glaube, beim Mittel ist das schon so. Aber mit dem Güterverkehr auch innerhalb der Stadt, da kann man eigentlich in der Regel immer ganz gut Gewinn machen. Deswegen wundert es mich gerade, dass wir so im Minus damit sind, angeblich. Also jetzt haben wir hier wieder einen Ertrag von 23.000. Wer weiß. Wo haben wir hier die andere Güterstation? Hier vorne. Ja, das ist wirklich eher bescheiden. Aber das kann auch daran liegen, dass wir hier eher weniger bekommen haben. Wenn sich das Ganze jetzt ein bisschen bessert, dann kriegen wir hier auch noch regelmäßiger die Baumaterialien. Wir sehen ja hier, der hat letztes Mal, also im letzten Jahr hat er nur so minimal was sogar geschafft. Ja, aber mal schauen. Kommen denn hier alle Baumaterialien weg? Das ist nämlich auch noch wichtig. Und wir hier nämlich, wo ist der Zug?
Guck mal, der ist schon auf dem Weg jetzt. Ah, ist da hinten gerade losgefahren, so wie es ausschaut. Hier Richtung Neubrandenburg Güterbahnhof. Und wenn wir hier dementsprechend, ja gut, wir kriegen 368 Einheiten hiervon weg. Sollte machbar sein. Aber wer weiß, ob das wirklich so ist. Hier liegen jetzt schon mal wieder 113 Einheiten Werkzeuge. Die hatten wir beim letzten Mal hier hinten auch nochmal abtransportieren wollen. Nehme ich eigentlich so quer über die Karte. Das ist so viel schöner. Ja, also so richtig viel getan hat sich hier noch nicht. Das ist der E-Truck. Die sind aber jetzt, so wie es aussieht, alle hier auf der Linie. Und fahren hier auch fleißig in die Stadt hinein. Was hatten wir jetzt hier gehabt? 185. Und was haben wir hier? 256. Okay. Es wäre Zeit für noch weitere LKW auf dieser Linie. 256 wollen wir hier bekommen. Ja, machen wir ja so auf. 5 Fahrzeuge, 185. Dann können da erstmal, ja, noch 2 hinzu. Okay, das war jetzt so nach dem Motto: blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Dass es eben jetzt genau aufgeht. Tja, passiert auch manchmal. Ja, aber die neuen LKW, die müssen jetzt erstmal wieder viel hier rumfahren. Oh, wir machen hier ganz schön viel Gewinn. Mit der Eisenbahn auf einmal jetzt hier 6 Millionen in diesem Jahr. Was war denn da los gewesen in diesem Jahr? Da haben wir ja so gut wie nichts gemacht. Okay. Dann schauen wir gerade mal. Nicht, dass der hier unerwartet doch in den positiven Bereich rutscht. Nö. Aber immer noch unter 1 Million. Das ist erstmal ganz gut. Wir kriegen auf jeden Fall aber jetzt dadurch mehr Güter von A nach B, was schon mal gar nicht so verkehrt ist. Ja, hier liegen inzwischen schon wieder 10 Einheiten Stahl, die er letztes Mal ja nicht mitgenommen hat. Hier liegen noch etliche Mengen an Stahl. Ja. Und wie schaut es hier hinten aus? Oha. Ja, das wird dann das nächste größere Projekt werden, wenn wir denn Geld haben. Also müssen wir erstmal wieder so Richtung 50 Millionen kommen, dass wir hier wieder so ein bisschen was aufnehmen können, aber dann diese Strecke hier doch auseinanderziehen müssen. Also erstmal das Ganze hier zweigleisig bauen und ich würde direkt von vornherein auch schon vollständig zweigleisig bauen und nicht mit irgendwelchen Ausweichstellen. Plus dann noch einen Zug, der jetzt wirklich sich nur um das Ölgeschäft kümmert und der andere dementsprechend dann um Stahl und da müssen wir schauen, ob wir den Kunststoff dahin kriegen. Das könnten wir schon mal vorbereiten. Dann wird diese nämlich hier hinten das Ganze auch etwas besser laufen und würden hier noch mehr gewinnen. Wenn wir schaffen, was haben wir hier für LKW? Ach, die ganz alten noch. Ja, ist aber auch noch nett. Dann können wir nämlich von hier oben den Kunststoff hier runterbringen und von hier aus den Kunststoff dann abholen. Was brauchen die eigentlich hier? Die haben alles, was sie brauchen. Okay. Haben wir sonst hier irgendwas? Die bräuchten Maschinen und Lebensmittel. Braucht hinten irgendeiner Waren? Ja, schon noch braucht Waren. Und Wending. Das ist aber da, glaube ich, eher sinnvoller. Vielleicht hier oben durch. Aber hier oben haben wir schon mal geguckt gehabt. Das ist zu bergig, um da mit dem Zug durchzugehen. Das wäre halt ein riesengroßer Tunnel. Oder das Ganze eben per LKW. Na, vielleicht machen wir es dann wirklich so, dass wir die Waren dann erstmal hier unten hinkarren.
von hier aus dann mit einem weiteren Zug hier oben hinbringen. Wir haben ja denn hier die Strecke, beziehungsweise könnten auch gucken, dass wir hier so durchgehen. Das ist ja nicht ganz so hoch. Dann könnten wir hier welche abwerfen und entweder hier durch den Berg durch oder uns tatsächlich hier oben an diese Strecke angliedern, also vielleicht sogar fast hier durch den Berg durch. Dann hier im Hinterland nochmal einen weiteren Bahnhof setzen. Und man könnte auch so hier rein noch ein weiteres Gleis machen, aber wir müssen auch gucken, wie lange der Zug auch ist, ob das sich dann irgendwie lohnt, da hinten das Ganze umzubauen, da reinzugehen. Genau, wir müssen hier den Kunststoff irgendwie hier runter schaffen. Und von hier aus, hier haben wir die Strecke, können wir dann hier runter. Ja, könnten hier dann dran vorbeifahren. Und irgendwo auf jeden Fall in diesem Abschnitt, beziehungsweise diesen Abschnitt sogar, mit der Schiene, mit dem Gleis hier rüber, dann hier oberhalb von Alsfeld vorbei, der Seite. Ja, und könnten dann hier mit in die Gleise rein. Könnten so dann den Kunststoff da oben hinbringen. Oder hier hinbringen. Wir bringen den hier hin und von hier aus starten wir dann mit Stahl und Kunststoff in Richtung Warenfabrik. Natürlich auch eine Möglichkeit. Dann haben wir von hier aus den Stahl. Den brauchen wir noch für die Maschinen. Abnehmer wäre interessanter. Haben wir Schmarndorf und Rheinböllen. Guck mal an, da haben wir noch eine Maschinenfabrik. Oder in Schmarndorf. Das hieße, wir hätten hier an sich da auch keine richtige Leerfahrt, weil wir auf dem Rückweg dann den Stahl mitnehmen, den wir hier abliefern, um den dann hier unten hinzubringen. Per LKW oder auch per Zug. Das wird sich anbieten. Wir bringen dann Waren hier noch mit und den Stahl. Oh, das muss man mal, das müssen wir uns mal genauer angucken, ob es da Wagen gibt, die beides können. Dann könnten wir es nämlich hier wirklich so machen. Von hier aus, also wir fahren einfach nur mal von hier zur Stahlfabrik. Und von hier aus gibt es dann nochmal einen Güterzug, der hier oben einfach endet. Den Stahl hier direkt reinschmeißen kann. Ne, der endet nicht hier. Der fährt hier hin, schmeißt den Stahl hier oben ab. Oder hier unten vorzugsweise. Und fährt dann hier hinten weiter. Hier kommen wir zu hoch, ne? Ja, auf 200 Meter Höhe. Ja. Dann fahren wir hinten weiter und liefern hier dann die Waren ab. Ja, und was uns nur fehlt, ist das Geld. Das liebe, liebe Geld, das uns jetzt hier fehlt. Aber das klingt zumindest nach einem Plan. Werde ich gleich mal hier, sobald ich die Folge beendet habe, ich sehe auch, wir sind schon wieder etwas über die Zeit, werde ich dann mir das gleich mal notieren, wie dann der Plan hier so ist. Jetzt die Frage, ob wir hier schon die Brücke einmal bauen möchten. Ich glaube, ich würde das belassen dabei bei der Planung, weil es uns sonst nur Geld kosten würde. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall, so wie es zumindest aussieht, also ich würde sagen, wir haben ja doch eine Verbesserung geschaffen mit dem Ganzen hier. Wir schaffen mehr rüber. Was hatten wir vorher für einen Verlust? 3,6 grob zu 4,7. Das sind 1,1 Millionen pro Jahr, die wir minus gemacht haben. Hier auch 3,6. So, kriegt er den Balken nicht? Doch. Ja gut, hier ist ein bisschen weniger. Warum haben wir jetzt hier nur 4,3? Hier auch nur 4,3. Na gut, vielleicht war es doch nur 700.000, die wir Lust gemacht haben. 5,8 zu ja, 6,7, 900.000, 7,1
zu 6, aber das Jahr ist auch noch nicht. Doch, das Jahr ist ja schon rum. Entschuldigung. 6 zu, ja, dann haben wir 1,1. Ist aber okay. Der Zug hier, der sollte Gewinn erwirtschaften. Wenn auch nicht viel, aber immerhin etwas. Im letzten Jahr 10 Millionen Einnahmen bei 4,5 Millionen Ausgaben sind immerhin 5,5 Millionen Gewinn. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Was macht er jetzt? 3,7 wieder. Und das Geld ist direkt weg. Konnte gar nicht so schnell den Kredit zurückzahlen. Ja, kommt auch mal ein bisschen was dazu. Ja, er wird es auch gleich wieder auf den Weg machen. Denn der Stahl, der dürfte voll werden. Ja. Wie schaut es hier aus? Ja, das haben wir auch im Griff. Das haben wir hier einmal ja erweitert, dass wir immer das, was der Zug maximal bringen kann, hier auf jeden Fall auch lagern können. Und die sollten das eigentlich schaffen, dass sie das hier oben hinbringen und auch direkt wieder mitnehmen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ist ja wieder ein bisschen länger geworden als üblich. Ja, wahrscheinlich ist das ja die normale Länge und ich erreiche nie die, die ich machen möchte. Aber die Zeit vergeht auch einfach mal viel zu schnell. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.